Tag zusammen, hier ist der Markus. Also ich bin wieder heute für euch mit einem weiteren Restaurationsvideo am Start. Ja, ihr habt ja immer Fragen gehabt nach den Funden von meinen letzten Folgen. So, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich mal ein paar mache. Und ich habe mich auch mal dazu durchgerungen, euch mal zu zeigen, wie man Bronze nachpatiniert. Das heißt aber jetzt nicht im Umkehrschluss, dass ich euch sage, welche Materialien ich zur Nachpatinierung nehme. Ich habe mir was überlegt, was für euch, ich sag mal, nicht so gesundheitsgefährdend ist, als das, was ich sonst verwende. Das würde ich euch auf keinen Fall, und ich bitte auch nach dem Video, mir keine Fragen zu stellen. Was ist das? Was ist da drin? Wie auch immer. Ich werde darauf keine Antwort geben, weil es eben gesundheitsgefährdend ist. Ich habe mir aber eins überlegt. Ich kann kleine Päckchen packen, wo ich schon die Sachen abgemischt habe. Und ihr braucht das dann hinterher nur noch mit heißem destilliertem Wasser mischen. Und ihr müsst dies bitte dann natürlich auch in einem gut belüfteten Raum machen. Danach, ihr werdet alle Schritte hier sehen, wie es geht. Und ja, wir müssen ja erstmal mit einem Objekt anfangen. So, und da fangen wir jetzt mal mit der Zügelführung an. Also die Zügelführung ist in einem weitaus schlechteren Zustand, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt gedacht, okay, komm, das Ding machst du mal sauber und gut ist mit dem ganzen Teil. Dem ist nicht so. Ich hatte das mal ein paar Tage oder ein paar Wochen schon in destilliertem Wasser. Das ist natürlich hier im Keller, trocknet das aus, weil es hier ziemlich warm drin ist in dem Keller. Jetzt könnt ihr ja mal hier sehen, ich muss leider mit meinem Handy drehen, weil mit der DJI ist das hier immer so ein Problem für mich für Nahaufnahmen. Ich hoffe, dass ihr das so sehen könnt. Ihr könnt das sehen, dass schon Bronzefraß an dem Material ist. Das kommt dadurch, es ist schon länger an der Oberfläche liegend gewesen oder des Öfteren an die Oberfläche gekommen. Des Weiteren hat der Flug natürlich auch ein paar Mal getroffen, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Man soll überhaupt froh sein, dass man so ein Teil noch in, ja, ich sag mal, komplett findet. Ihr seht es jetzt, es ist jetzt ungereinigt. Wir werden jetzt hier anfangen mit der Reinigung. Ich werde nachher natürlich die Reinigung nicht, sage ich mal, ja, Stück für Stück vorlaufen. Das werde ich natürlich gleich in so einem Zeitraffer für euch machen. Wir legen das jetzt hier mal. Ich habe hier, oder ich nehme mal gerade oder so. Ihr müsstet mir eigentlich glauben, was ich euch jetzt hier sage. Das ist hier einfach Spülmittelwasser. Das seht ihr jetzt gleich. Ich lege es hier ein. Ich nehme so ja noch ein bisschen mehr Wasser. Wir tun hier noch mal ein bisschen Wasser beikippen. Das ist mal zu wenig. Und hier, da das auch seht, das ist jetzt hier so Handseife. Und ein Tropfen von meinem Spüli. Ach komm, ein Tropfen nur. Na, die Flasche, die will natürlich manchmal nicht so einen Tropfen rein. Ihr mischt, machen wir den Finger durch. So, rein. So, mehr ist da nicht so. Normal sollte man hier zu Warmwasser nehmen. Das habe ich aber jetzt hier leider nicht unten, weil das ist jetzt ein spontanes Video, was ich für euch mache. Und ja. Ihr fragt ja auch immer, wie poliere ich meinen Wachs? Ich habe euch hier mal ein paar, das sind die einfachen Oral-B Zahnbürsten. Da habe ich immer ein paar von, weil ich putze mir die Zähne mit eben elektrischen Zahnbürsten. Und wenn die ihr zeitliches gesegnet haben, nach einem Vierteljahr oder was, dann benutze ich sie zum Restaurieren. Ich habe davon ein paar Stück immer hier, wie ihr so seht, verschiedene Borsten, sage ich mal, was heißt verschiedene Borsten, die mache ich mir weich oder hart, in dem Sinne, ich kürze einfach, um jetzt eine harte Oberfläche zu haben, um eine weiche Oberfläche zu haben, da mache ich sie mir ein bisschen warm und ja, wie gesagt, hier ist noch eine normale, aber wie gesagt, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Die nehme ich jetzt natürlich, um jetzt erstmal den groben Dreck von dem
Teil runterzunehmen, also von der Zügelführung. Danach werde ich einen Teil natürlich unterm Stereoskop machen. Ihr werdet natürlich das Ganze, wie eben schon angedeutet, im Zeitraffer sehen. Ich werde eine schöne Hintergrundmusik hinterlegen. Ich hoffe, dass ich dann nicht wieder mit YouTube Ärger kriege. Ja, angeführt ist auch an dieser Stelle, wie gesagt, macht es immer vorsichtig und macht es nur bei Teilen, die wirklich, sage ich mal, einen Defekt haben. Das ist natürlich nicht dafür gedacht, hinterher das Nachpatinieren für alles und jedes. Und denkt daran, Teile, die weniger restauriert werden oder wo man weniger Hand anlegt, auch wenn sie ein paar Macken haben, sind im Endeffekt schöner. Aber wie gesagt, das überlasse ich dann hinter euch. Ich wollte euch mal zeigen, wie es geht. Also ich habe noch so einiges im Petto, was das Restaurieren betrifft. Aber wie gesagt, alles werdet ihr von mir nicht rausbekommen. Das sage ich direkt von Anfang an. Das hat auch einen gewissen Selbstschutz für mich. Oder auch ja, ganz einfach für euch. So. Ja, also ich erzähle jetzt nicht hier weiter, wir fangen einfach mit dem Restaurieren an. Und wie ihr sagt, jetzt gleich wird es in den Schnellmodus gehen. Also bis gleich. Ach, nein. Vorab. Ja. Ich möchte mich nochmal beim Jochen Reifenrad bei www.abenteuer-schatzung.de bedanken. Das ist mein Sponsor. Jetzt kommen zwar Restaurationsvideos ein paar, aber Jochen, der steht da auch hinter und ich bin froh, dass ich einen Sponsor habe. Und wie ihr sagt, das ist der Jochen und dem möchte ich hier nochmal Dankeschön sagen und grüßen. Und jetzt nach dem Intro geht es los. So, wir fangen erstmal ganz langsam an, den losen Schmutz, den wir auf dem Objekt haben, zu lösen und runter zu spülen oder zu reiben oder mit der Zahnbürste, ja, runter zu bürsten. Also ihr seht ja selber, nicht zu viel Druck, also immer weniger ist mehr, das ist die Devise. Ihr macht hinterher mehr kaputt als ganz oder sauber. Und wie gesagt, der andere Rest, der eben nicht runter geht, der wird dann, wie gesagt, unterm Stereoskop gemacht. Und zum Schluss wird das Ganze patiniert. Das Patinieren, das dauert natürlich eine Zeit. Da habe ich ja auch schon was vorbereitet. Ich werde euch dann die Schritte zeigen und ja. Wie gesagt, zum Schluss, wenn wir das einlegen, das wird dann mehrere Stunden dauern. Ich kann natürlich hier keine Zeitrafferkamera, ja, weil sowas habe ich nicht. Und ich glaube auch mit meiner DJI Osmo, da könnte man das machen, aber da, glaube ich, ist die Kapazität der Batterie oder der Akkus eben nicht so lang, dass man da, sage ich mal, jetzt durchgehen, dass ihr das mehr glaubt. Also ich werde euch dann sagen, wie lange im Endeffekt gedauert hat. Und dann werden wir natürlich auch gucken, das ist natürlich immer von Gefühl nach Gefühl, wie lang dauert das Ganze, wie nimmt das Objekt hinter die Patina an, weil wir machen es ja mit Chemie. So, und ich denke mal, da haben ja schon einige drauf gewartet, wie ein Flitzebogen. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch mal zeigen. Dass man auch Bronze genauso wie Kupfer patinieren kann. Und das ist bei allem besser als wie, wenn ich da manche sehe, die das Zeug lackieren oder hier das Zeug da von irgendwelchen, ja, ich sag mal Künstlerbedarf oder Fachhandels für Restaurationssachen. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber
Das ist, ich sag mal, meistens eine aufgepinselte Patina. Klar, auch mit Chemie, die reagiert, aber wir machen eine Patina so, wie sie in der Erde entsteht. Nur auch eben mit Chemie und das, denke ich mir mal, was schneller als wie es in den Jahren ist. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Schmutz gelöst. So, jetzt werde ich gleich mein Stereoskop nehmen und unter dem Stereoskop anfangen, sag ich mal, zu arbeiten. Jetzt stellen wir das Wasser mal weg. Einmal hier mein Brettchen weg. Das können wir ja noch so lange einlegen. So, einmal Strom für das Stereoskop, für die Leuchte. Und dann geht es los mit dem Stereoskop. Einmal, zweimal. Okay, das ist die verkehrte Seite. Wir müssen diese Seite nehmen. Einmal, zweimal. So, Stereoskop setzen wir vor. Ich hoffe, dass das natürlich ein bisschen im Bild ist, dass wir was erkennen können. Ansonsten versetze ich jetzt mal gleich die Kamera. So. Licht haben wir. Wir nehmen den Lappen. So, wir nehmen jetzt unser Restaurationswerkzeug. Da muss ich mich auch nochmal ganz herzlich bei einem Facebook-Mitglied bei mir bedanken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt seinen Namen nennen darf oder nicht. Ja, ich möchte da jetzt nicht zu viel sagen, aber wie gesagt, ich habe da etliches Zahnarztbesteck wieder bekommen, neues, und das werden wir jetzt natürlich direkt mal an dem Objekt nutzen, ein paar Teile, und dann schauen wir mal, was geht, was da runter geht. Ich muss natürlich auch ein paar alte Sachen von mir benutzen, so wie das hier. Für die Kleinigkeiten und dann natürlich, wenn wir mal gucken, ich habe ja noch so einen Schaber. Ja, gucken. Na, wo haben wir den? Wo haben wir den? Ne, ist nicht dabei. Dat. Ein paar Kapelle raus schon mal vorweg weglegen. Eins. Einmal. Und zweimal. Und gucken, ich brauche noch ein kleines Kapelle. Nein. Das ist auch noch ziemlich gut. Dann tun wir diese nehmen. Oh, dann haben wir noch hier diesen Schaber. So, und das sollte erstmal genügen. So, jetzt fangen wir an. So. Fangen mit dem Innenteil an. Ich hoffe, man kann es sehen. So, jetzt muss ich mir natürlich höher als man einstellen kann. Natürlich sein, dass ich jetzt den Lappen runternehmen muss, aber nein, ich glaube, für die Ecken geht das jetzt so. So, und jetzt wird der Zeitraffer aktiviert. Also, bis später. Seite ist jetzt fertig. Wir werden nachher natürlich auch noch ein bisschen die Patina glätten. Dazu nehmen wir dann
00er Stahlwolle. Aber immer vorsichtig. Ne? Also Leute, denkt dran, ich halte ja eigentlich nichts davon. Ihr wisst ja, weniger ist mehr. Aber hier wollen wir ja hinter eine schöne Patina drüber ziehen. Dadurch, wenn da ein paar Riefen drin sind oder ich sag mal ganz feine Kratzer, die sieht man hinterher nicht mehr. Also jetzt geht es wieder weiter in dem schnellen Vorlauf. Jetzt fange ich hier vorne. Also bis nachher. Ist mir leider das Video ausgegangen, weil ich einen Anruf habe. Wie gesagt, wir machen das ja bei meinem Handy und nicht mit einer Actioncam. So, jetzt habe ich soweit das Teil gereinigt. Ihr seht hier die, na, lassen wir mal so, so, ich glaube so. So kann man es gut sehen. Der Bronzefraß ist, die Fehlstellen, die dort sind. Aber es geht ja jetzt nicht um die Fehlstellen aufzufüllen. Es geht jetzt um das Patinieren. So, hier seht ihr auch schon die Bronze rauskommen. Und so Stellen. So, jetzt werde ich erstmal alles wegräumen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde hier so lange Stopp machen. Und dann zeige ich euch, wie man und was man, ja, was man dazu nimmt, werde ich natürlich nicht sagen. Das wird jetzt weiterhin mein Geheimnis bleiben. Wie gesagt, ich werde eventuell kleine Päckchen machen. Da braucht ihr dann hinterher nur noch warmes destilliertes Wasser beifüllen und könnt dann eure Sachen nachpatinieren. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe aufgeräumt. Und werde euch jetzt mal ein bisschen erklären, wie und was wir jetzt patinieren. Ihr habt ja eben mitbekommen, die bisher zugeschaut haben, wir haben hier so eine römische Zügelführung gereinigt, dann ein bisschen geglättet mit Stahlwolle oder ein Akkupatschwamm, wie man dazu sagen möchte. Dass die Oberfläche ein bisschen glatt ist, so dass alles schön sauber ist. So, aber vorweg sei gesagt, sowas soll man nur an Stücken machen, die wirklich, ja, ich sag mal so desolat, in so einem desolaten Zustand sind, wie jetzt hier diese Zügelführung. Die ist zwar komplett, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, also aber viele würden sich schon freuen, wenn sie nur einen Teil davon finden würden. Aber das hat der Flug sein Übriges dran getan. Ja, dann die Landwirtschaft an sich, dass es immer nach oben gepflügt worden ist. Ja, die Oberfläche ist total porös. Die Patina ist nicht mehr homogen drauf. Sie ist fleckig, scheckig. Ja, an vielen Stellen extrem dünn, an manchen Stellen noch sehr dick. Und ja, wie ihr sagt, es ist, ich sag mal, ein schönes Belegstück für eine Römersammlung, die man selber hat oder für sich selbst zu Hause, ja klar, als ja, Vorzeigeobjekt.
aber man kann hier noch einiges dran machen. Ob man das machen muss oder soll, ja, soll ist schon mal eine Sache, wie soll ich das euch sagen, am liebsten würde ich euch sagen, belasst so die Fundstücke, wie sie sind, wie sie aus dem Boden kommen, weil bis ihr mal, ich sag mal, den Wissensstand habt, den ich habe heute, und wie gesagt, ich mache das jetzt schon über 30 Jahre, das Restaurieren, weit über 30 Jahre, ne? Und habe wirklich mit Kleinstylen angefangen, das rate ich euch auch wenn ihr patinieren wollt, nimmt einen Granatsplitter, nimmt einen alten Knopf oder was weiß ich, eine alte Münze, bevor er irgendwie an ein Stück dran geht, wie so ein Stück hier, und ihr versaut es gänzlich. Ne? Also dann lieber so, wie es jetzt hier ist. Und für manche wäre das jetzt auch schon, sag ich mal, der Endzustand top. Nur ich wollte euch ja damit mal zeigen, und wie ihr sagt, ihr habt ja selber gesehen, dass ich das Teil ausgegraben habe, eins in den vorigen Videos mit dem Daniel. Und ja, wollte euch jetzt hier nur mal mit zeigen, wie man etwas repatiniert. So, dafür habe ich eine Mischung gemacht. Das heißt, ja, ihr könnt es mal sehen. Viele würden sich sagen, was ist das denn jetzt? Ja, damit patinieren wir jetzt das Teil. Also ihr seht ja selber, ich habe bis jetzt noch nichts, wo ich jetzt so über den Eimer gehen kann, ohne dass was passiert. Euch rate ich, wenn ich so weit bin mit dem Versenden, eventuell, das muss ich mir aber noch, ich sag mal, das Video jetzt abwarten, wie die Resonanz ist, und ich muss auch mal gucken, um das hier zu machen, das ist also nicht einfach. Also da muss man schon wirklich sein Hirn vor anstrengen. Also das ist nicht eben mal da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Da muss schon in etwa das Mischverhältnis stimmen. Sonst funktioniert das nicht. Und genauso, ich muss es ja auch so machen, dass es für euch, sage ich mal als Anwender hinterher, ja, ich sag mal, nicht zu gesundheitsgefährdend ist. Es ist gesundheitsgefährdend, also wenn nachher die Flüssigkeit beikommt, ist distilliertes Wasser. Dann fangen die chemischen Bestandteile, die hier drin sind, an zu agieren. Und dann, das setzt ja natürlich dann Dämpfe frei. Und die sind natürlich nicht gerade gesundheitsförderlich. Ich habe jetzt meine gute Maske nicht gefunden. Ich habe jetzt hier so eine einfache Staubschutzmaske. Die soll jetzt erstmal dafür reichen, sage ich mal. Aber wenn ihr was anderes habt, auf jeden Fall was anderes dazu nehmen zum Anmischen. Und vor allem belüfteter Zustand. So, jetzt haben wir hier das Grundmaterial. Was ihr braucht, ist ein Behältnis, was ihr luftdicht verschließen könnt. So, das muss hinter luftdicht sein. Vor allem ganz wichtig. Um jetzt wirklich, sage ich mal, austretende, Dämpfe, die eventuell doch aus dem Teil kommen, um das Ganze nochmal, ich sag jetzt mal, zu sichern, werde ich das, achso, hier würde es nicht reinpassen, oder passt das da rein? Dann mal gucken, aber nicht mit dem Deckel, nein, passt das nicht, also ich muss es auch offen lassen. Also seht zu, dass ihr vielleicht noch ein Behältnis habt, wo ihr das Behältnis in ein anderes stellen könnt. Es gibt natürlich viele Behältnisse. Eben, wo ich jetzt das Teil mitgesollt habe, ist ein etwas kleineres. Das konnte ich immer hier reinstellen. Dann habe ich noch ein anderes. Dieses auch hier, für dass es luftdicht ist. Ne? Ja, wie gesagt, so fängt das Ganze an. So, jetzt werden wir das Ganze mischen in dem Eimer. Dazu. Und dann machen wir es hier drin. Ja, wir machen es im Eimer. Ich weiß natürlich nicht, ob das reicht, was ich jetzt hier an Flüssigkeit habe. Aber das werden wir gleich sehen. Ansonsten muss ich noch ein bisschen distilliertes Wasser nach. Ihr seht doch, das ist distilliertes Wasser. Am besten nehmen wir warmes Wasser oder einen Ort hinter, wo es abstellt, wo es warm ist. Desto schneller agiert natürlich das Ganze. So, jetzt werde ich das euch zeigen. Jetzt wollen wir erstmal gucken und ja, die Maske anziehen.
Und wie ihr sagt, haltet euch da dran mit der Maske. Das ist nur zum Vorteil für euch, dass euch nichts passiert. Ich ziehe sie auch an. Wie ihr sagt, wenn ihr meine Vorgeschichte kennt, ich habe mir also wirklich damit die halbe Lunge, oder was heißt die halbe, ein Viertel von einem Lungenflügel weggeätzt. Also mit dem anderen Zeug, weil ich nochmal nehme. Also jetzt stellen wir das mal hier hin. So, das hat jetzt. Erstmal das, wir mischen mit ja im Eimer. So, mischen kann ich euch nicht zeigen, aber ich werde jetzt zeigen. So, das sind jetzt bis jetzt 200 Milliliter destilliertes Wasser. Und wir kippen jetzt erstmal rein. Jetzt lege ich das Teil rein. Und jetzt. Das andere drüber. So. So, vor der Deckel. Deckel drauf. Erstmal den Rand sauber. Dass das gut schließt. Haben wir das soweit fertig? Ihr seht, und jetzt muss das ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 24 Stunden. Ja, Maske kann ich runternehmen. Ist vorbei. So 24 Stunden muss das doch drin einlegen. Wie gesagt, am warmen Ort. Ich werde jetzt bei mir oben auf die Heizung stellen. Die Heizungsrohre, desto schneller geht es. Und wir sehen uns wieder, wenn ich es das erste Mal raushole. Also bis später. So, morgen zusammen. Ja, eine gute, eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Ja, wir hatten ja gestern, war der mit dabei, wie ich die bronzene Zügelführung gereinigt habe und dann in die, ja, ich sag mal, in die Erde für die Kunstpatina gelegt habe. So, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht gehabt und ja, das war, ich habe ein Mittel zu hoch berechnet gehabt. Was ist, das spielt doch keine Rolle. Also ich hatte irgendeine Chemiezutat zu hoch berechnet gehabt auf das Volumen, was im Eimer an, ja, ich sag mal, für euch als Kunsterde war. Ja, dann ist Folgendes passiert. Ich hätte nochmal nachschauen müssen nach 7 Stunden. Dann wäre die Patina eigentlich schon fast fertig gewesen. Aber was habe ich gemacht? Also ich habe bis eben gewartet, also über 20 Stunden. Das war zu viel. So ist das auch mit dem Silberreiniger. Zu lange drin liegen lassen, dann war es. Ja, ich möchte ja immer irgendwas herstellen, was sehr schnell funktioniert, wo die Leute oder auch ich selber ein schnelles Ergebnis habe. So, und dann ist eins passiert. Das Objekt wurde dunkelblau. Ja, dunkelblau gibt es keine Patina. So. Jetzt habe ich probiert runter zu reinigen und habe dabei gemerkt, dass beim Nachreinigen durch die Kunstpatina natürlich auch, ich sag mal, noch mehr Dreck angelöst worden ist, der in den Poren war. Der Bronzefraß, der kam jetzt richtig rötlich raus. Also ja, was macht man da? Gut, was habe ich gemacht? Das zeige ich euch jetzt. Aber wie gesagt, bevor blöde Kommentare kommen, das ist mein Teil und wie ich mit meinem Teil umgehe, dann entscheide ich und kein anderer. Und ja,
durch meinen Fehler, wie gesagt, war mein Fehler und kein Fehler von irgendeinem, sondern nur, das kann ich mir selber auf die Kappe schreiben, musste ich jetzt was machen, was ich ungern tue. Und das ist das Teil komplett entpatinieren. Das heißt, ich habe die komplette Patina runter. Jetzt wird jeder sagen, oh ja, um Gottes Willen, ja gut. Es ist jetzt keine Originalpatina mehr drauf, aber wer meine Silberpatina kennt, der weiß, dass ich mich ein bisschen damit auskenne. Also ich werde jetzt das Teil komplett neu patinieren, nicht nur die Stücke. Dadurch hatte ich jetzt die Möglichkeit, überall die unebenen Flächen zu glätten, den Bronzefraß, so wie ihr sehen könnt, komplett zu entfernen. Natürlich sind hier auch genügend Lunkerspuren noch vorhanden. Das soll auch so bleiben. Das ist, soll ja ein Originalteil bleiben an sich. Nur die Patina wird künstlich draufgesetzt. Das ist ja für meine Sammlung. Das ist ja auch kein Verkaufsgegenstand oder wie auch immer. Wie gesagt, jeder muss damit selber klarkommen. Natürlich hat das jetzt null Wert. Das, was ich euch auch immer sage, was passiert, wenn ihr eure Münzen, die Silbermünzen mit Natropulver abreibt und in Zitronensäure legt. Aber das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn euch mal was mit einer anderen Münze oder mit einem anderen Objekt passiert, ihr müsst es komplett entpatinieren. So, jetzt werden wir das Ganze nochmal einlegen. Jetzt ist natürlich die Einlegezeit, jetzt kann man sie höher setzen. Ich weiß nur noch nicht, wie lang. Ich werde natürlich immer mal Probe gucken, wie weit das ist. Mit meinem anderen Mittel wüsste ich es, aber das kann ich euch nicht zeigen und auch hinterher nicht anbieten. Also ich muss ein Mittel finden, was ich euch, ich sag mal, so weit ans Herz legen kann, wo ich sage, es ist zwar gesundheitsgefährdend, aber wenn ihr ein bisschen damit aufpasst, passiert nicht so viel damit, als wenn ich euch das andere gebe. Wie gesagt, kann jetzt gesagt werden, was will. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal zeigen, dass es geht zu patinieren. Ja, und ich hoffe, dass das Video dann auch einen Anklang findet. Ja, jetzt werden wir, jetzt werde ich wegschalten. Das Einlegen der Erde, das habt ihr ja gestern gesehen. Also, ich werde mich bei einem Zwischenstand hinterher dazu wieder melden. Also, bis dann. Tschüss. So, da bin ich wieder. Gut nach 120 Stunden, ja, circa 120 Stunden, holen wir jetzt das Objekt aus der Kunsterde oder ja, aus der Kunsterde raus und wollen mal schauen, wie sich die Patina auf das Objekt gesetzt hat oder ob eine Patina überhaupt entstanden ist. Gut, ich habe es schon in den Eimer gekippt, weil sonst würde das allzu lang dauern. Also hier seht ihr das, hier ist die Erde. Wir holen das jetzt mal aus. So. So, wir pinseln das ganz vorsichtig ab. Und ich würde sagen, es hat funktioniert. Vorsichtig abpinseln. Den Rest trocknen wir jetzt mit dem Föhn, aber ich werde euch jetzt alle Schritte zeigen. Seht ihr, jetzt ist es noch ziemlich dunkelgrün, so moosig grün. Aber erstmal abtrocknen und dann geht es weiter. Seht ihr, auch jetzt ist, ich sag mal, die Hauptbestandsteile verflogen, sagen wir es mal so. Aber dennoch nicht in der Wohnung machen. Ne? So, jetzt machen wir erstmal den Föhn an und dann geht es weiter. Wichtig ist, dass jetzt das Objekt total trocken ist. Man kann es natürlich auch Luft trocknen, aber ich mache es ja jetzt für euch fürs Video, sonst müsste ich jetzt schon wieder das Objekt irgendwo hinlegen und warten, bis es trocken ist.
Wir werden nachher auch noch eine leichte Wachsversiegelung machen. Und dann ist das Objekt fertig. Und dann seht ihr mal, dass man auch eine Patina herstellen kann oder auf einem Fundstück ja, aufziehen kann oder wachsen lassen kann vielmehr. Wenn man jetzt ganz viel Zeit hätte, könnte man wirklich eine naturgetreue Patina, die so, wie sie in der Erde entsteht, auf mehreren tausend Jahren, auf, ja, ich würde mal sagen, 3-4 Jahre auch machen können. Also da müsste man das Objekt 3-4 Jahre in so einer Kunsterde lassen. Natürlich mit ab und an mal nachschauen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und jetzt können wir jetzt mal gucken. Ihr wisst ja, wie es vorher aussah. Und jetzt zeige ich euch das so. Das ist mehr so eine Schmutzpatina geworden, also keine Malachit-Patina. Aber die kann ich auch. Aber dazu brauche ich andere Mittel. Und die sind eigentlich ja zu gefährlich, um die vorzustellen oder euch zu sagen. So, hiermit seht ihr das. So, und jetzt tun wir das Ganze versiegeln. Noch. Wir nehmen jetzt hier, habe ich ein bisschen Wachs drin, wir machen das ein bisschen warm. Desto flüssiger, desto besser. Meine letzten Reste, die ich im Keller habe. So, wir tragen diesmal mit dem Pinsel auf. Nur nicht zu dick. So, wir verteilen die gut. Jetzt den Rest schön in die Ecken rein. Über die Kanten. Hier mit dem Pinsel noch mal ein bisschen, weil der jetzt trocken ist. Ein alter Rasierpinsel ist eigentlich optimal dafür. Ziemlich weich ist auch. Und jetzt gehen wir noch mal mit dem Föhn drauf. Das hat mit allem zu. Jetzt ist es auch fertig versiegelt. Ich werde jetzt ein paar Nahaufnahmen von dem ganzen Objekt machen. Und ich würde sagen, zu 99% würde kein normaler Mensch sagen, dass das eine Kunstpatina ist.
oder eine draufgezogene Patina. Eventuell haben wir gleich noch das Glück, Carsten wird heute zu mir nach Hause kommen. Ich werde dem Carsten das Objekt zeigen und ich werde es dann per Video auch noch dokumentieren, ob er was sieht. Ich werde jetzt für euch ein paar Nahaufnahmen machen. Dazu werde ich jetzt nochmal mein Handy, wie gesagt, ich mache das jetzt gerade mit dem Handy, hier in das Licht holen. Ich meine, so kann man es auch, aber ich versuche mal, oder kann man das vielleicht, ich muss jetzt nochmal gerade auf Stopp setzen, die Kamera drehen, oder geht das während des Ganzen? Nein, das funktioniert nicht während des Ganzen. Na, kann man vielleicht damit fokussieren? Nein, aber ihr könnt schon sehen, das ist kein Grün wie lackiert. Das ist auch kein Grün. Das ist eine normale Fundpatina, die man aus dem Wald oder auch vom Acker kennt. Wenn man ein Objekt sauber macht, die darf nicht glänzen. Auch deswegen habe ich eben nochmal, muss ich sagen, das Wachs mit ein wenig Waschbenzin verdünnt. Es geht ja nur darum, dass die Stabilisation der Kunstpatina noch ein bisschen besser gewährleistet ist, sich in die Kristalle. Das kann ich euch ja so sagen. Ist ja wie eine Kristalloberfläche, wenn man das durch einen normalen Mikroskop gucken würde. Ja, und ihr wisst ja noch die Fehlstellen hier. Da war Lochfraß, Bronzefraß, der ist ja immer noch. Ich habe ja jetzt nicht das Objekt, sag ich mal, geglättet oder ich sage jetzt mal, ausgebessert. Ich habe einfach nur eine komplette Patina über das ganze Objekt gezogen. Genauso wie hier, wo der Zügelführungsring, die Zügelführung durchgeführt worden ist. Die Abschleifspuren, die sind weg. Ja, wie gesagt, es hat eine komplette homogene Patina sich drauf gebildet. Zwar nur, ich will jetzt nicht sagen, ein Millimeter, das kann auch nur ein paar Müs sein. Ne? Also wie gesagt, da stecke ich nicht drin. Also das müsste man messen mit einem Messgerät. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze hat jetzt was über 100 Stunden gedauert. Aber dafür, dass man dann wieder ein Objekt, sag ich mal, ansehnlich machen kann, ich sag mal, so nahezu, ja, ich sag mal, für mich ist es perfekt. Für mich ist es jetzt, sage ich mal, in dem Sinne perfekt. Ich kann mir so in die Vitrine hauen und gut ist. Gut, ich werde jetzt mal die Kamera drehen und gleich, wenn Carsten kommt, das Ganze nochmal mit Carsten zeigen. Mal schauen, was er dazu sagt. Und dann sehen wir weiter. Also erst drehe ich mal die Kamera. Carsten, was hörst du denn jetzt davon? Das hat gut geworden. Aber das ist ja unglaublich. Gut, die Patina. Das sieht ja besser aus als im Original. Ja. Ja, kann Wahnsinn. Man mal erkennen, ja, ne? Nee. Also, wenn du es mir nicht gesagt hättest, ich hätte es nicht gesehen. Hm? Also, das ist echt, erste Sahne. Ja. So, wie viel Erde kann ich mitnehmen jetzt von dem Zeug da, was du da gemacht hast? Nimm mal mit, testest du zu Hause. So, ich bin dann weg, Freunde. Tschüss. Carsten will mir jetzt auch noch mal die Erde klar. Aber ihr seht, Carsten hat es auch nicht feststellen können. So. Dann beenden wir hier mal mit das Video und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, abonniert den Kanal von mir, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Reinigungsvideo. Also bis dann. Tschüss.